Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge hat sich mutmaßlich Gadein für mich geopfert. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir ihn irgendwie wieder zurückkriegen können oder er vielleicht später noch auftaucht und uns hilft. Das könnte natürlich auch noch eine Option sein. Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gamechanger, aber wir werden sehen. Sind wir endlich bereit, uns Itelia zu stellen? Ihr habt die ursprünglichen Relikte wiederhergestellt, mit denen Itelia gefangen und eingesperrt wurde. Und wir haben den Spiegel der Wahrheit geschaffen, um ihr zu zeigen, was für ein Ungeheuer sie geworden ist. Nun müssen wir nur noch nach Apokrypha reisen und sie aufspüren. Apokrypha ist ein recht großer Ort. Wie finden wir sie? Apokrypha ist wie alle Ebenen im Reich des Vergessens unendlich. Doch wir haben den Strang der Geheimnisse. Ich öffne ein Portal. Verwendet den Strang, sobald wir auf der Ebene ankommen. Dann können wir Itelias Standort ausmachen. Ach so, die Sachen sind gar nicht weg jetzt, wo der Spiegel da ist. In Ordnung, ich reise mit euch nach Apokrypha und setze den Strang der Geheimnisse ein. Nehmt die Relikte, Entsandte. Wir brauchen sie noch. Ja, klar. Wie gesagt, ich dachte, die wären jetzt weg, jetzt wo wir die benutzt haben. Aber dann. Nehmt den Spiegel. Achso, den Spiegel auch. Ich öffne ein Portal nach Apokrypha. Sobald wir dort sind, benutzt ihr den Strang und wir versuchen, Itelias Fährte aufzunehmen. Okay. Setzt ihr den Strang ein. Danach versuchen wir, Dieser Itelias Pfad Fährte führt zu den aufzunehmen. verbotenen Teilen der Ebene. Vielleicht ein weiterer Weg nach Mythos, ins Allerheiligste von Hermaeus Mora? Ah! Realitätsrisse! Hier in Apokrypha! Geht weiter, ich sehe nach, ob ich sie verlangsamen kann. Alter! Die Risse greifen mich an! Okay. Ich muss aber, glaube ich, hier durch, oder? Wenn ich das richtig sehe. Sind hier auch Risse? Nee, die sind nur draußen, oder was? Ach so. Da ist ein Ausgang, oder? Ja, das sieht gut aus. Das ist dieser Tunnel. Ich weiß nicht, wofür der eigentlich gut ist. Da gibt es zwar ein paar Stellen, wo man was einsammeln kann, aber ansonsten ist der so überflüssig. Da hätte ich es Der besser Strang gefunden, führt einfach uns ein zu paar dieser Wege zu Höhle, haben. Entsandte. Ja, können wir? Ich hörte Gerüchte über solche Pfade. Man findet sie überall in Apokrypha. Weiter, Entsandte. Aber hier steht, hier ist mein Ziel. Rasch, Sterbliche. Itelia und ihr Spross sind in mein Allerheiligstes eingedrungen. Betretet Mythos und helft dem Wissenden. Würde ich gerne. Der Wissende braucht uns, Entsandte. Genau wie am Webstuhl konnte Mora uns nicht näher an die Energie heranbringen, die Itelia nun erfüllt. Doch seht, was ihre Gegenwart in Apokrypha bewirkt. Beeilen wir uns. Ja, die Bösen bleiben böse, ne? Noch ein Riss. Wie viele Wunden kann die Wirklichkeit erlangen? Eine Sackgasse. Doch der Pfad sollte weitergehen. Benutzt die Lampe der Klarheit und seht nach, was sie enthüllt. Würde ich ja gerne. Darf ich aber mal wieder nicht. Was war das? Das Licht der Lampe enthüllte den Weg. Gehen wir weiter, Entsandte. Was für ein Chaos diese Veränderungen im Kern von Apokrypha anrichten müssen. Noch eine Sackgasse. Setz die Lampe. Das Licht der Klarheit offenbart das Ungesehene. Machen wir weiter. Ja. Ich hab schon verstanden. Was ist das? Noch ein Hindernis. Setz die Lampe hier bitte ein.
Okay, ich meine, es ist schon cool gemacht, ne? Mit der Lampe und verborgene Pfade öffnen. Ich glaube, wir brauchen wieder das Licht der Lampe. Nur die scheint uns auch ein bisschen für doof zu halten, habe ich das Gefühl, weil sie immer das Gleiche wiederholt. Spätestens nach dem dritten Mal sollte man es verstanden haben. Ein Portal, Vorsicht! Ich denke mir, da kommt nichts Gutes raus. Das heißt, wir müssen das erstmal. Denk daran, Tega sammelt Energie von jedem Gegner, den ihr niedermacht. Ja. Tega ist von Macht erfüllt. Das Portal ist beschädigt. Sammelt noch mehr Energie und macht das nochmal. Jetzt weiß ich, wie das geht. Das hättest du mir sagen sollen, als ich es noch nicht gewusst habe. Das Portal schließt sich. Denkt an Tegas Macht, falls wir auf weitere Spiegelmoor-Portale treffen. Ja, ich weiß, ich weiß. Jetzt wird alles ein bisschen gesteigert, nehme ich mal an. Müssen wir da links hoch? Oder wir müssen nicht links hoch, diese sondern durch Tür die Mitte. Trägt das Zeichen von Spiegelmoor. Benutzt das Echonier. Moor versteckt sich in seinem Allerheiligsten. Ich mache diese Ebene zu seinem Grab. Errichtet Schutzzauber hier, mein Spross. Die Schergen des Schicksals dürfen sich nicht einmischen. Ja, Fürstin. Niemand wird die Schutzzauber finden. Wir müssen diese Schutzzauber aufspüren, Entsandte. Vielleicht hilft uns der Strang. Der Strang deutet an, dass die Schutzzauber irgendwo über uns sind. Sucht nach einem Gang nach oben. Ja, also dann doch. Hallo? Ich wollte gerade sagen, dann doch da. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Muss ich doch hier dran vorbei. Noch sieht er mich nicht. Doch. Oder? Moment. Nee, ich muss. Ich muss wieder zurück. Hier muss ich hinlang. Nee. Lasst mich doch mal eben gucken, wo ich überhaupt entlang muss, Leute. Angreifen könnt ihr mich ja später immer noch. Am besten, wenn ich nicht mehr da bin. So. So, da sind... Ah, das sind die Schutzzauber. Okay, verstehe. Dann. Gut, dass die nur ein paar Schwächlinge hingestellt haben. Hallo? Komme ich jetzt auf die andere Seite? Müsste ich eigentlich hier drüber, ne? Ja, das sieht gut aus, oder? Oh, dankeschön, Buch. War das ein Buch? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas hat die kaputt gemacht. Hallo? Kam es doch gerade. Wieso greift mich jetzt was an? Alter. Darf ich jetzt hier endlich mal weitermachen? Hallo? Oh. Leute. Gute Arbeit, Entsandte. Ich würde ja jetzt hier runterspringen. Ohne Schutzzauber sollte der Weg in Hermeus Moras Allerheiligstes nun frei sein. Das hört sich irgendwie komisch an, aber... Ich probiere das mal. Ah doch, da hinten ist noch einer. So, wo müssen wir denn hin? Ich höre, wie die Tür sich öffnet. War das die Tür? Oh, ich will hier nicht aufgespießt werden. Ah ja, okay, es war die Tür.
Ich mag Abkürzungen. Da, Itelia und Torvesat. Ihr seid zur Bedrohung geworden, die ich vorhersah, Itelia. Nur eine Bedrohung für euch, Mora. Seht ihr es nicht? Die Wirklichkeit bricht zusammen, wenn die Schicksalsfäden zerfasern. Eure Wirklichkeit, Schicksalsseher, nicht meine! Erlebt den Aufstieg der Fürstin der Pfade zu ihrer rechtmäßigen Macht! Saugt Mora weiter aus, Spross! Ich kümmere mich um seine Champions! Mann, wie oft muss man auf die Taste drücken, damit die angreift? Ich bin die Entflechterin! Ich bin das finstere Morgen! Ja, natürlich! Ich bin der letzte Pfad, auf dem ihr je wandelt! Warum verschwinden die immer, sobald man die Taste für die Ulti gedrückt hat? Warum kann man nicht einfach mal normal und offen mit denen kämpfen? Kriegerspiegelmors! Verteidigt eure Fürsten! X, sehr schön. Leute. Hallo, ich brauche Gegner. Ich muss X drücken. Oh, besiegt 15 Widersacher, sehr schön. Hallo, Gegner. Warum muss das immer so verzögert sein? Ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal. Danke. Der Typ geht mir noch auf den Sack, der stirbt so langsam. Ich muss wiederherstellen, was verloren ging, Sterbliche! Ja, schon wieder! Sobald ich die Ulti-Taste gedrückt habe, sind die weg! Es ist nicht normal! Und die nehmen dann null Schaden von der Ulti, weil die ist nämlich wieder weg, bevor die wiederkommen. Weil die sich ja einfach feige irgendwo im Schatten verstecken. Ja, ich bin in Bewegung. Wir sind immer in Bewegung. Nein! Sterbliche können mich nicht auslöschen! Und es kommt wieder eine Phase, um alles hinauszuzögern. Nee, setzt den Spiegel der Wahrheit ein. Na? Na? Das bedeutet du nix gut, du Arschloch geworden. Ich dich wieder heile gemacht. Dieser Spiegel, er zeigte mir die Wahrheit. Ich bin jenes Ungeheuer geworden, das Mora vorhersagte. Und ich erinnere mich, ich sah es auch. Als Mora mein Gefängnis vor all diesen Äonen verschloss, erkannte ich am Ende, dass er recht hatte. Ich bin das letzte Morgen. Was soll das heißen, das letzte Morgen? Es war, was Mora vorhersah, als er meine Fäden des Schicksals betrachtete. Dass ich die Entflechterin, die Zerstörerin der Wirklichkeit werden würde. In diesem letzten Augenblick, als die Tür zu meinem Gefängnis zufiel und meine Erinnerung zerfaserten.
sah ich es auch. Doch es war zu spät. Warum war es zu spät? Weil ich das Drängen bereits in Torve Saats Geist gesetzt hatte. Ich hatte bereits den Faden zur Freiheit abgespult. Nun bringen eure Taten einen Augenblick der Klarheit. Aber der wird nicht von Dauer sein. Ich spüre bereits, wie sich die Macht, der Wahnsinn wieder geltend machen. Aber ihr habt die Wahrheit gesehen. Ihr wisst, was geschehen ist. Ihr könnt euch ändern. Ein hübscher Gedanke. Aber ich bin eine Daedra. Ich kann mich nicht ändern. Und sobald der Wahnsinn mich überkommt, werdet ihr mich vermutlich nicht erneut bändigen können. Vergessene Erinnerungen und beinahe grenzenlose Macht blendeten mich. Dies führte uns genau zu dem Augenblick in der Zeit, den Mora fürchtete. Könnt ihr euch nicht einfach ergeben? Nicht solange die Macht des Webstuhls und die Energie, die ich von Hermeus Mora nahm, mich durchströmt. Ich muss diese Macht ein für alle Mal abstreifen. Nur dann kann ich den wachsenden Wahnsinn bändigen. Nun gut, wenn ihr die Macht ablegen könnt, dann tut es jetzt. Hermeus Mora, ihr hattet recht. Ich bin eine Gefahr für Schicksal und Wirklichkeit. Lasst mich zurückgeben, was euch gehört. Ihr ergebt euch und beendet unsere heilige Suche? Nein, wir waren so nah dran. Ich nehme mir die Macht. Ich beende das. Ich helfe Hermeus Mora, während ihr versucht, Torvesaat aufzuhalten. Trotz allem scheint es, dass das Schicksal uns zur Schlacht zwingt. Stellt euch mir, Sterbliche! Und natürlich hat er 1,5 Millionen und ich kann kein Bafus mehr. Jetzt rennt sie auch wieder weg, ne? Das war eine Ulti. Nutzt das Portal, um Veragon zu helfen. Moment. Veragon? Oh, hi! Ihr spielt mit meiner Geduld, Sterbliche! Hat so ein bisschen was von der Arena hier. Das wäre eigentlich recht cool. Wenn die hier von der Arena gemacht hätten und gegen Torve Saat dann antreten. Hallo. Gut, wir brauchen euch. Ich wollte diese Schlacht nicht. Doch ihr lasst mir keine andere Wahl. Alter, ich kann das Portal ja noch nicht mal sehen. Müsste schon lange tot sein. Jetzt nerv mich nicht hier. Nein, ich will jetzt endlich mal Bafut nehmen. Nein. Äfft euch doch. Mann. So. Vielleicht dauert das jetzt nicht so lange, bis ich wieder mit Magika aufgeladen bin. Macht nichts, auf mich sind viele zornig hier. Torvesaat? Ich stelle die Kraft von
wieder her. Haben wir schon ein Portal? Kann ich schon gehen oder was? Weil ich höre die andere die ganze Zeit. Welcher von euch ist jetzt der Falsche? Der geht nämlich schneller runter. Betrete das Portal, Entsandte. Ja, endlich. Nein, das war nicht das Portal. Gut, wir wohnen in Alea. Bleibt eure Macht der Schicksalserwählten. Ach, du schon wieder. Hallo. Alter! Wie groß kann er werden? Ich kann ihn auch nicht. Doch, jetzt kann ich ihn angreifen. Das ist nicht dein Ernst, dass der jetzt gerade in dem Moment ein Schutzschild bekommen hat, wo ich den hier die Feuerulti draufgehauen habe, ne? Ja, ich weiß nicht, wo du bist, aber ich heil dich. Lass mich hier raus. Würde ich gerne, aber der zielt nicht. Vor einem Schicksal zu bewahren, das ich angenommen hatte. Doch ich hatte es vergessen, bis ihr mich erinnertet. Nein, meine Fürstin. Ich bin ein Dremora. Ich bin ewig. Ich werde mich neu bilden und die Aufgabe erfüllen. So ist das Wesen der Daedra. Unveränderlich. Ohne Wachstum. Ich gebe euch eure Macht zurück, Mora. Und ich zerstreue meine in der Leere. Und Torvisat, mein Treuester. Ich übergebe eure Essenz dem Nichts, auf dass ihr nie zurückkehrt. Findet endlich Frieden. Armer Torvisat. Geblendet von einem Zwang, den ich ihm nie hätte auferlegen sollen. Die Schicksalserwählte schloss die Aufgaben ab, die ich ihr stellte. Betreten wir das Portal und beenden wir diese grässliche Sache. Euer Gefängnis wartet, Itelia. Also, sterben lassen hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt. Hallo, ich will Torvisat noch absorbieren. Ah, jetzt. Der hatte sogar eine Skizze dabei. Nee, jetzt bin ich rausgegangen. Hä? Da ist das Gefängnis. Itelia, es wird Zeit, eure Gefangenschaft fortzuführen. Wozu?
Solange ich in dieser Wirklichkeit bleibe, bleibt die Bedrohung durch mich bestehen. Meine Macht wird immer einen Weg finden, zu mir zurückzukehren. Das ist das Wesen unserer fürstlichen Natur. Die Fäden des Schicksals stimmen euch zu. Doch welche Wahl haben wir? Daedra sind unsterblich. Ewig. Ich sehe keinen anderen Weg. Ich schon. Unser Wesen beeinträchtigt uns. Wir brauchen eine andere Sichtweise. Eine, die ihr uns so elegant gabt. Sterbliche, reden wir. Mein Wesen macht die Rückkehr in mein Gefängnis nur zu einer vorübergehenden Auszeit. Meine Macht wird immer einen Weg zurück zu mir finden. Und mit ihr der drohende Wahnsinn, der mich übermannen und die Wirklichkeit zerfasern kann. Sterbliche, erzählt mir mehr über Veränderung. Sterbliche ändern sich andauernd. Und wir sahen verschiedene Fassungen von euch auf den vielen Pfaden. Ja, meine Reflexionen. Als wir am ausgestoßenen Gasthaus über die vielen Pfade wandelten, besuchten wir Wirklichkeiten, in denen die Dinge anders verlaufen sind. Ich bin in diesen Wirklichkeiten anders. Doch das ist keine freie Wahl. Das ist einfach eine Auswirkung. Der Nachgang anderer Ereignisse. Führen die vielen Pfade nur zu alternativen Wirklichkeiten? Die vielen Pfade führen überall hin. Zu anderen Orten, anderen Möglichkeiten, parallelen Realitäten. Jedes Ziel steht euch offen, wenn ihr nur den Pfad findet. Wenn die Gefahr für die Wirklichkeit eurer Macht entspringt, wie wäre es dann mit einem Ort, an dem es keine Macht gibt? Keine Macht? Ein Pfad, auf dem Daedra und Magika nicht existieren? Das müsste ein Ort sein, an dem daedrische Macht wirkungslos ist und nicht Fuß fassen kann. Ich spüre, wie die Ranken meiner abgestreiften Macht suchend nach mir tasten. Wir müssen uns beeilen, Sterbliche. Ist so ein Pfad möglich? Was würden wir brauchen, um das zu vollbringen? In der Tat. Hermeus Mora kann einen annehmbaren Pfad finden und ich kann ihm zeigen, wie man den Weg öffnet. Und dann müsstet ihr Tilga einsetzen. Den Pfad vernichten, sodass ich nie wieder in diese Wirklichkeit zurückkehren kann. Fragt Mora, ob das genügt. Also ich hätte sie ja eher sterblich gemacht. Und ihre Macht irgendwo vielleicht eingeschlossen oder so. Sprecht, Schicksalserwählte. Ihr wart ins Gespräch mit der Fürstin der Pfade vertieft. Was sehen eure sterblichen Augen, was meinen daedrischen Sinnen entgeht? Wenn das Gefängnis bestenfalls eine Übergangslösung ist, warum schickt ihr Ithelia nicht auf einen anderen Pfad? Ein Pfad, der besser ist als die Lösung, die ich vor so langer Zeit ersann. Unvorstellbar. Überschreitet nicht eure Grenzen, Sterbliche. Habt ihr nicht deshalb eine Sterbliche als Hilfe gewählt? Weil wir Dinge anders sehen als ihr. Wendet meine Worte nicht gegen mich. Doch diesbezüglich habt ihr recht. Wohlan denn, Schicksalserwählte. Was schlagt ihr vor, was wir mit Ithelia tun, um unsere Wirklichkeit zu bewahren? Ithelia kann eine ferne Wirklichkeit ohne Magika finden, wo sie keine Macht hat und keine Bedrohung darstellt. Und Ithelia, und das sind jetzt meine Worte, könnte vorher vielleicht unseren Freund aus diesen einen Riss da wieder zurückholen, weil sie ja die Macht hat, ihn zu finden. Aber keine Sau kommt da drauf, mal zu fragen. So. In eine Wirklichkeit wechseln, in der sie keinen Zugriff auf ihre daedrischen Kräfte hat. Daran hatte ich nicht gedacht. Ich müsste sicherstellen, dass die Wirklichkeit unsere Sicherheit gewährleistet. Doch wie würden wir dafür sorgen, dass sie auf ewig im Exil bleibt? Ihr findet den Pfad und Ithelia zeigt euch, wie man den Weg öffnet.
Danach vernichte ich den Pfad mit Tilga. Was sagt ihr, Fürstin der Pfade? Akzeptiert ihr die ewige Verbannung auf eine Ebene ohne eure Macht? Ich akzeptiere das Schicksal, Hermaeus Mora. Dann erlaubt mir, die vielen Pfade zu sehen, um eine würdige Wirklichkeit zu finden. Und erlaubt mir, euch zu zeigen, wie man diesen Pfad öffnet, solange ich dies noch aus freiem Willen kann. Und unser Freund? Denkt mal jemand an ihn? Ein hervorragendes Portal, Mora. Jetzt... Halt! Wir verloren einen guten Freund an einen Realitätsriss. Gibt es eine... Die Risse waren nicht mein Tun, sondern nur ein Zeichen meines Vorüberziehens. Nein, nein, nein. Ich kann euch nur diese Weisheit als Trost bieten. Nun zeigtet ihr uns, die wir uns Daedra Fürsten nennen, dass es stets anders geht. Selbst für uns. Lebt wohl, Sterbliche. Telia ist den Weg in ihr Exil gegangen. Vernichtet das Portal mit Boetias Klinge. Schneidet den Weg ab. Nein! Damit sie nie zurückkehren kann. Wir haben unseren Freund noch nicht zurück. Ich weigere mich, dieses Portal zu schließen. Mann! Jetzt verlasst diesen Ort. Sterbliche, und versteht, dass ihr mit dem Dank des Wissenden geht. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber Leramiel wandert wie so ein Zombie hier rum. Das gefällt mir gar nicht. Leute? Italia stellt nun keine Bedrohung mehr dar. Ja. Aber wir sollten reden. Ja, finde ich auch. Offenbar haben wir es geschafft, Entsandte. Italia ist keine Bedrohung mehr für unsere Wirklichkeit. Eure Lösung war nicht das, was ich erwartet hatte. Und selbst Hermaeus Mora war überrascht. Doch ich schätze, deshalb erkor er euch als Schicksalserwählte aus. Ist es denn nun vorbei? Ist unsere Wirklichkeit jetzt sicher? Italia ist fort und kann niemals zurückkehren. Doch der durch sie verursachte Schaden ist immer noch besorgniserregend. Für den Augenblick sollten wir darüber nachdenken, was dieser Sieg uns kostete. Und nehmt diese Belohnung in Anerkennung eurer Mühen. Der Wissende besteht darauf. Sie meint ihn. Sie meint nicht hier so die ganzen Risse und den ganzen Scheiß, sie meint ihn. Ja, wir erhalten den Stil Schwäche gegen die Elemente in Violett und passgenaue Beine vom Set Symmetrie der Auen. Und einen Fertigkeitspunkt. Sterbliche, das große Auge hat eine letzte Aufgabe, ehe euer Vertrag endet. Nein! Jetzt ist alles so, also schön nicht, aber jetzt ist alles abgeschlossen und der Frieden wiederhergestellt. Also unser Freund ist jetzt anscheinend dahin. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die neue Aufgabe sein wird. Scrooge kriegt es immer wieder hin, am Ende dann nochmal anzukommen. So Friede, Freude, Eierkuchen in Anführungszeichen und dann, Sterbliche, ihr habt noch eine letzte Aufgabe. Nun gut, dann würde ich sagen, wir machen hier dann erstmal einen kleinen Cut. Ich denke mal, dass die Aufgabe länger dauern wird und ja, dass wir die Aufgabe dann in der nächsten Folge machen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.